Juli 2018, heute an einem der wahrscheinlich heißesten Tage des ganzen Jahres, sind wir in Saarbrücken. Und hier ist auch der Albert von Fotogressung und auch er testet eine neue Kamera aus. Und wir fragen einfach mal, was hat er gerade probiert? Grüß dich, Albert. Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, super geniales Wetter und du hast dich rausgewagt bei der Hitze. bei dem Wetter ja, klar. Muss sein einfach. Und wir haben schon gesehen, du hast hier eine neue Kamera dabei. Was hast du denn hier dabei? Das ist die Fuji X-H1, die wir jetzt auch bei uns im Laden haben und auch mit einer Cashback-Aktion verbunden. Die neue Fuji-Kamera. Jetzt musst du ein bisschen erklären, was genau kann dir alles... Ja, erzähl ein bisschen. Ja, dass die X-H1 ist für die Fotografen, die jetzt im Prinzip schon alle Einstellungen können und eine Kamera jetzt komplett bedienen können. Deswegen ist die Kamera komplett manuell zu bedienen, ohne viel Schnickschnack. Hat ein Magnesiumgehäuse, ist bis zu plus 40 und bis zu minus 10 Grad im Einsatz. Hat auch ganz viele Einstellungen, die jetzt personifiziert werden können. Das kann ich gerade mal zeigen. Moment, ich schau mal rüber. Ich weiß gar nicht, wir haben hier so extremes Licht gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen können. So, hier einmal bei der Display-Back-Taste gedrückt halten. Und dann kommt jetzt einmal die komplette Auflistung, wie man jetzt die Kamera komplett jetzt personifizieren kann. Das heißt, Sie können die Kamera denn dementsprechend jetzt so einstellen, dass man nachher ins Menü man gar nicht mehr hingehen braucht. Das heißt, ich habe dann meine Funktion, die kann ich mir speichern und schon habe ich quasi mit einem, zwei, drei Knopfdrücken habe ich alles, was ich brauche für meine Einstellungen. Genau, genau so ist das. Das heißt, du hast schon gesagt, die Kamera ist jetzt eher für Profis gedacht oder auch für den Anfänger, Laien? Die Kamera ist für Profis ausgelegt. Natürlich können jetzt auch Anfänger damit jetzt arbeiten. Ist aber natürlich etwas schwierig, wenn man jetzt mit Zeitblende noch nicht so vertraut ist. Deswegen ist das eher für die ambitionierten Fotografen ausgelegt. Und deswegen für Anfänger hätten wir auch bei uns im Laden auch viele andere jetzt Einsteigerkameras vorrätig. Von Fuji natürlich auch. Sehr gut. Du selber bist jetzt natürlich jetzt kein Anfänger mehr. Man kann schon behaupten, du bist schon auf jeden Fall ein Profi, was Fotografieren angeht. Wenn du jetzt einmal vergleichst, wo liegen jetzt außer in den Menüeinstellungen so die Vorteile dieser Kamera? Bei der Kamera ist so, dass Sie die Einstellungen dementsprechend wählen können. Unter anderem auch, wie jetzt bei den anderen, wenn man jetzt im RAW-Format schießt, kann man immer noch nachbearbeiten, was bei der Kamera natürlich auch die Möglichkeit besteht. Aber bei der Fuji, durch den Sensor bedingt, durch den neuen X-Fans-Sensor, haben sie im Prinzip die JPEG-Dateien, die rauskommen, schon komplett natürlich bearbeitet in der Kamera, ohne dass sie danach noch irgendwelche eine Post-Production jetzt durchführen müssen. Also erhebliche Zeitersparnis auch dann. Genau so sieht's aus. Natürliche Farben ohne viel Hickhack. Ich würde sagen, schieß doch einfach mal ein paar Bilder, von wegen, die können wir dann hier auch gleich einblenden, damit wir einfach mal sehen, wie so, erzählen kannst du ja viel. Jetzt wollen wir natürlich auch Ergebnisse sehen, wie dann am Ende tatsächlich die Bildqualität dieser Kamera ist. Vielleicht erklärst du, was genau hast du gerade anvisiert? Ich habe jetzt einmal den Poller anvisiert mit dem Hintergrund den schönen blauen Himmel. Genau, wir werden auch die Bilder jetzt hier gleich einblenden, um, wie schon gesagt, das Ergebnis zu zeigen. Jetzt hast du schon gesagt, es ist ja eher für den Profi-Gebrauch gedacht. Natürlich ist auch der Preis da immer eine ganz wichtige Frage. Wo liegen wir denn hier ungefähr preislich? Wir liegen hier bei 1899 Euro. Wie schon vorhin angesprochen, gibt es ein Cashback zurzeit von 250 Euro. Das heißt, wenn Sie jetzt bei uns dann vorbeikommen, kriegen Sie dann vor Ort die 250 Euro abgezogen. Also eine gute Sache auf jeden Fall. Direkt quasi Rabatt, bevor man gekauft hat quasi. Also eine Top-Sache. Da muss man zuschlagen. Genau, das Ganze gibt es bei Fotogressung natürlich. Jetzt hast du mir gerade im Vorfeld schon erzählt, die Kamera hat noch eine ganz tolle Besonderheit. Und zwar geht es um die Rauschreduzierung, richtig? Das ist richtig, genau. Und zwar geht das hier bis 25.600.
Da haben sie natürlich bis 1600, 3200, sehr geringes Rauschverhalten. Jetzt hast du sie quasi um den Hals hängen. Wie schwer ist die Kamera? Die Kamera an sich wäre bei ca. 400 bis 500 Gramm. Natürlich kommt das Objektiv hinzu. Hier wären wir bei einem Gewicht von ca. 800 Gramm, würde man sagen. Ja. Okay, kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Objektiv, was für eins hast du dich jetzt hier gerade für heute entschieden? So, wir haben hier ein 90 mm 1.2-2er Stärke. Eine Festbrennweite ist abgedichtet, genauso wie die Kamera. Das heißt, Sie könnten unterm Regen schön Fotos machen. Praktische Sache. Zum Glück haben wir heute aber keinen Regen. Genau. Albert, ich würde sagen, ja, du machst ein paar Bilder. Ich schaue erstmal ein bisschen zu, vorwiegend, wie du hier dich ein bisschen mit der Kamera noch weiter vertraut machst. Ist ja ganz neu bei euch. Und du nutzt einfach mal auch diesen genialen Tag, um ein paar Bilder zu machen. Schieß ruhig los. Ich schaue nur heimlich dabei zu, damit wir danach auch die tollen Ergebnisse hier gleich zeigen können von den Bildern, die du hier mit der Kamera geschossen hast. Du hast es bereits gesagt, Albert, die Kamera, die ist ja hier, die Fuji-Kamera, für den Profigebrauch. Ihr habt natürlich auch bei euch im Laden noch viele, viele weitere Kameras. Okay. Eben auch nicht nur für den Profigebrauch, auch für den Anfänger, für den Laien, einfach für den Fotointeressierten. Jetzt muss natürlich den Zuschauern verraten, wo findet man euch denn und wann kann man am besten vorbeikommen, um sich zum Beispiel diese Kamera einmal näher anzuschauen, von dir erklären zu lassen. Wo, wann und wie kann man das am besten machen? Ja, uns finden Sie in der Karstadt-Passage in der Bahnhofstraße 31 in 6600 Elsterbrücken. Und zwar immer Montag bis Freitags von 9.30 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Genau, Albert hat gesagt, Fotokressung in der sogenannten Diskonto-Passage in Saarbrücken, genau unterhalb von Karstadt. Ja, und da gibt es eben diese tollen Fuji-Kameras und natürlich noch, er hat es uns ja verraten, noch viele, viele mehr. Albert, ich lasse dich jetzt hier ein bisschen weiter austoben hier beim Fotografieren, ein bisschen rumprobieren, welche tollen Funktionen diese Kamera noch hat. Bedanke mich für das kurze Interview und ich sage bis ganz bald. Ja, gern geschehen. Tschüss.